Hallihallo, willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du mit dabei bist. Wir gehen heute auf das Thema ein, alles rund um den Kunststoff, denn ich habe bei der lieben Firma Deep Works, den ich auf Instagram folge, habe ich was gesehen und das hat mich von den Bildern her überzeugt und ich dachte mir, das probiere ich auch aus. Und zwar von Magic, hier, das habe ich gekauft, das ist also keine Sponsorin, keine Werbung, ähnliches, sondern wirklich, das habe ich gekauft. Und das wollte ich dann selber ausprobieren, weil die Bilder, die ich gesehen habe bei Deep Works, waren so beeindruckend, dass ich gesagt habe, okay, das will ich ausprobieren, ob das was ist, ob das auch so funktioniert. Deswegen habe ich schon einige Sachen schon vorbereitet, jetzt gerade eben ohne Kamera. Also das Magic Vinyl Rubber ist etwas, damit man wirklich die ganzen Plastikteile, ähnliches, einfach wieder auf Glanz bringen kann. In dem Fall gibt es ja an diesem Auto ja doch die ein oder andere Leiste. Ich zeige es euch mal. Dafür habe ich hinten schon die Tür aufgemacht, habe hier unten schon was abgeklebt, weil ich das hier unten ausprobieren wollte, wie das aussieht. Und zwar, hier unten haben wir eine kleine Plastikleiste. Die will ich wieder ein bisschen auf Glanz bringen. Die ist ein bisschen sehr vom Farbton anders als die oben drüber. Seht ihr hier? Die haben einfach, schauen ein bisschen anders aus. In dem Fall gucken wir das uns jetzt gleich mal an. So, dieses Zeug, ich habe es gerade eben auch erst ausgepackt, obwohl es schon seit 3-4 Wochen bei mir hier rumliegt. Ich habe es nicht geschafft, mich darum zu kümmern. Also Kunststoff- und Gummipflegegel ist das. Das ist ein richtiges Gel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist wirklich, ja, da bewegt sich gar nichts. Von dem her, das soll man wohl auftragen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Auf ein weichen Tuch oder Handpad auftragen und kurze Zeit einwirken lassen. Danach mit einem sauberen und trockenen Tuch polieren, bis der gewünschte Glanzgrad da ist. So, und dadurch, dass die anderen auch so ein bisschen, also die ganzen anderen Leisten, ich schaue hier hinten gerade auf die Leiste drauf, weil die sind ja alle neu, die haben natürlich ein bisschen mehr, ja, Glanz, kann man vielleicht auch nicht so ganz sagen, aber mehr Grad da drauf und dem würde ich gerne nachkommen. Und der Wunsch wäre von mir auch tatsächlich, dass ich hier diese ganzen Leisten dann auch irgendwann mal neu habe. Also diese ganzen Leisten, die unten an den Türen entlang gehen. Und dadurch gehört halt die hier auch und die ist halt einfach alt, während die anderen Leisten dann neu kommen. So, wir haben es jetzt abgeklebt. Und dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt gleich mal drum, dass ich das richtig schüttel. Und dementsprechend dann gleich auftrage. Da werdet ihr aber dabei sein. Also gucken wir gleich mal. Also wir haben die Flasche, wir haben sie jetzt halt ungefähr so gut 1 bis 2 Minuten geschüttelt, auch wenn sich da nicht viel bewegt, zumindest hat sich das bis oben rein jetzt bewegt. Ich habe ein Mikrofasertuch, habe ich, da werde ich es jetzt auftragen und werde es dann jetzt gleich mal polieren oder da auftragen und dann sehen wir gleich mal weiter. Ich merke schon, ich habe gerade versehentlich, seht ihr das, viel zu viel. Gucken wir, ob wir hier bloß eine Kleinigkeit auftragen können und dann mit einem anderen Tuch alles wieder wegnehmen können. Aber wir haben ja noch ein anderes Tuch, damit wir das wegmachen können. Beziehungsweise ja jetzt halt polieren können, so lange, bis das gut ist. Also es sieht auf alle Fälle schon mal besser aus. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Aber es sieht auf alle Fälle geschmeidiger aus. Fast schon neuwertig. Vom ersten Eindruck her. Das ist natürlich die Überlegung, ob wir nicht tatsächlich anfangen und hier oben das ja auch machen. Also die oberen Leisten, ne? Ja, ich weiß, dass es da unten drunter schon leicht blüht, aber die jetzt wegzumachen wäre eine Katastrophe, weil ich diese ganzen Pins und so nicht habe. Und ja, die Frage ist auch, ob das dann überhaupt komplett rauskommt oder dann nicht abbricht.
Also tatsächlich für den ersten Versuch, muss ich ja sagen, sieht er schon mal ganz gut aus. Und wenn es ganz aussieht, das ist eine gute Frage, wie das dann ganz aussieht, wenn wir hier oben drüber gehen. Ich würde mal sagen, wir machen das an dieser Leiste auch, denn wenn ich jetzt hier mal schnell zumache, da seht ihr auf alle Fälle den Unterschied dann zwischen der und der, seht ihr auf alle Fälle dann gleich den Unterschied. Das probieren wir mal aus. So, wir haben ja auf dem Tuch ja noch was drauf, zum Glück. Dann gehen wir mal hier drauf. Na, schön auf dem Lack, jawohl. So wie man es will, nicht. So, jetzt haben wir das alles hier aufgebraucht. Jetzt können wir das Tuch mal wieder zurücklegen. So, gehen wir hier über den Lack drüber. Machen das über den Lack weg. Da ist ja Silikon und alles drin. Das heißt, für den Polierer danach ist es natürlich im Grundsätzlichen nicht so gut. So. Und jetzt würde ich sagen, wir lassen es mal kurz einwirken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es wegmache. Also jetzt sind es rund so 5 Minuten, sind ungefähr vorbei von der Einwirkzeit. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal da dran und machen das mal oder polieren das jetzt mal und schauen, ob wir direkt einen Unterschied sehen von der Leiste, die eingerieben ist oder ob die eingewirkt ist und der, wo wir nicht behandelt haben. Also man sieht tatsächlich direkt einen Unterschied. Wir haben jetzt hier noch ein Haar drauf, das mache ich gleich weg. Aber ich glaube, ihr könnt es selber erkennen, dass sogar hier ein Unterschied ist. Also die Leiste sieht auf alle Fälle wesentlich frischer aus. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt tatsächlich mal die ganze Leiste, oder fast die ganze Leiste hier. Und dann höre ich einfach mal irgendwo auf. Das werde ich jetzt aber off-cam machen und werde euch einfach dann den Unterschied zeigen. Und mal gucken, ob wir gemeinsam den Unterschied auch wirklich so stark erkennen können. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das jetzt einmal mache. Einige Minuten später sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das Video dann auch wirklich online zeigen werde, weil ich ja nicht weiß, wie dieses Produkt funktioniert und ob ich das empfehlen kann. Ich hatte schon einige Produkte, die haben dann nicht mal beim Auftragen richtig funktioniert. Und dementsprechend muss ich jetzt euch ganz ehrlich zeigen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen könnt. Also, ja, haben wir schon behandelt. Muss ich vielleicht nochmal drüber gehen, weil hier oben sehe ich so ein paar Flecken. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, die Flecken. Hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Das ist aber dann von mir, weil ich es dann wahrscheinlich nicht richtig aufgetragen oder nicht richtig poliert habe. Aber dieser Unterschied hier, na, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich glaube, auf der Kamera ist es nicht zu sehen. Doch, hier oben sieht man es. Schaut euch mal den Unterschied an. Hier seht ihr, wie grau das ist und wie schwarz oder dunkel das hier wird. Hier oben hat man direkt diese Kante drin. Ich glaube, hier unten drunter sieht man es nicht so richtig, die Kante hier. Aber in Wirklichkeit sieht man auf alle Fälle ziemlich deutlich den Unterschied. Jetzt sieht man es. Jetzt sieht man den Unterschied. Für die Leute, die es interessiert, ich mache natürlich immer auch Insta-Stories dazu. Instagram werdet ihr jetzt hier unten irgendwo sehen. Würde ich euch einblenden, schaut doch gerne mal vorbei, lasst ein Follow und ein Like da, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, denn die Videos kommen ja immer ein bisschen zeitversetzt und auch alles andere, was ich sonst so mache, seht ihr bei mir auf Instagram. Ich muss ja sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht, deswegen ist für mich jetzt ganz klar, ich gehe jetzt über die ganzen Leisten drüber, denn
das, was ich sehe, finde ich sehr gut und ich werde auch definitiv noch eine kleine Info dann abgeben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Ja, nächsten Tagen ist eher schlecht, Wochen und Monate, weil das Fahrzeug ist ja wie gesagt dann 3 Wochen weg. Dann können wir definitiv danach mal noch gucken. Ich werde dann auch eine Leiste, werde ich dann so lassen, wie es jetzt hier ist, zur Hälfte. Damit ich ja euch dann einen Unterschied zeigen kann, ist es dann auch wirklich so geblieben. Und dementsprechend würde ich sagen, ich mache jetzt weiter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich so die ganze Seite durchgemacht habe. So, noch viel mehr Zeit später ist es jetzt soweit. Ich habe jetzt tatsächlich die Leisten auf der Fahrerseite habe ich jetzt soweit gemacht. Eben bis auf diese eine hier, die wir vorhin schon unterbrochen haben. Ihr seht es jetzt. Die werde ich so lassen. Aus dem Grund, dass ich sehen möchte, wie sich das verhält in den nächsten 3-4 Wochen eher. Das heißt, wenn ich das Auto wieder zurückbekomme, nachdem der Schweller geschweißt ist, apropos Schweller, solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, hier oben seht ihr, oder hier oben besser gesagt, seht ihr das jetzt gleich, die Infokarte aufploppen, schaut euch das Video an. Ich habe den Teppich rausgebaut und was mich da erwartet hat, war frech und krass. Sonst würde ich sagen, gebe ich euch Info, wenn es dann soweit ist. Ich würde jetzt noch die Seite, die andere Seite drüber machen, aber das brauche ich euch ja nicht zeigen. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, ob das noch interessant wäre, das Spoiler schwer zu machen. Ist ja auch so aus Kunststoff. Und ob man das so machen sollte, das könnt ihr ja gerne mal, wenn ich das machen sollte, schreibt es gerne mal unten einfach in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, wenn ihr sagt, jo, mach das mal, zeig uns das mal, vielleicht einfach bloß im kurzen Anhang. Dann würde ich das natürlich machen. Denn das ist ja auch ein großes Kunststoffteil, wäre ja vielleicht auch interessant, ob man das so behandeln kann. Denn dann wird es natürlich wahrscheinlich auch wieder richtig gut aussehen. Aber dementsprechend würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von dem her würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da zu lassen und einmal zu abonnieren. Und dementsprechend sehen wir uns dann einfach wieder nächste Woche Mittwoch um 18:15 Uhr. Also haut rein, genießt die Zeit und macht es gut.